In diesem Video möchte ich mal einen Rundumschlag zum Thema Usenet versuchen. Ich möchte erklären, was das Usenet ist, wie es ursprünglich mal ausgesehen hat und wie man es heute normalerweise benutzt. Los geht's nach dem Intro. Du siehst, ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel geschrieben. Was ist das Usenet? Um das zu beantworten, müssen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Das Usenet ist so um 1980 das erste Mal in Betrieb genommen worden, 9 Jahre früher als das HTTP-Protokoll. Das heißt, das World Wide Web ist viel neuer als das Usenet und das Usenet gab es schon vor dem World Wide Web. Nur um das mal klarzustellen, im Internet werden halt verschiedene Protokolle gesprochen. Mache ich zum Beispiel meinen Browser auf, dann zeigt er mir direkt an, welches Protokoll gesprochen wird, nämlich zum Beispiel hier oben HTTPS. Von meinem E-Mail-Client kenne ich das Programm IMAP. Und bei Usenet ist es eben das NNTP-Protokoll. Also nur um das mal klarzustellen, es gibt verschiedene Wege im Internet zu kommunizieren und das World Wide Web kam halt erst 1989 ins Spiel. Vorher gab es schon 9 Jahre lang das Usenet. Und das gibt es auch heute noch, wird aber anders verwendet, als es damals verwendet wurde. Nämlich als eine Art Forum. Das kann man theoretisch heute auch noch so verwenden, wird aber in der Regel nicht mehr so häufig gemacht. Es gibt immer noch aktive Themen dort, aber es ist deutlich zurückgegangen im Vergleich zu seinen Anfangszeiten. Ich habe hier Thunderbird geöffnet und Thunderbird ist genauso ein Newsgroup Reader. Also ich kann mit Thunderbird mich ins Usenet einloggen, wenn ich einen entsprechenden Provider habe, der mir auf die Textgruppen kostenlosen Zugriff gewährt. Machen übrigens auch alle anderen Provider, die Geld wollen. Ich bin jetzt hier zum Beispiel mit Newshosting eingeloggt. Ja, und da kann ich eben auf die Textgruppen zugreifen. Ich habe jetzt, glaube ich, hier gar keine Rechte, was zu posten, aber ich könnte zumindest mal mitlesen. Praktisch ist halt, dass das im Thunderbird integriert ist und wenn es neue Nachrichten gibt, werde ich darüber informiert. Ich selbst war immer der irrigen Annahme, dass im Usenet die Dateien einfach Anhänge an Nachrichten sind. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Nachricht selbst ist die Datei. Wir reden ja hier von sogenannten Binärdateien. Die kann jetzt also mein Newsreader hier in dem Fall Thunderbird gar nicht auslesen. Ich bekomme halt irgendeinen Kauderwelsch nur angezeigt. Tatsächlich ist das, was ich hier sehe, aber bereits Inhalt der RAR-Datei. Also nur um es klarzustellen, wir haben hier keine Anhänge, die irgendwie rangehängt werden, sondern der Inhalt der Nachricht ist bereits Teil der Datei. Das ist zwar interessant zu wissen, oder auch nicht, aber der Newsreader, der kann eh damit umgehen. Das ist also nicht das Problem. Mein Thunderbird kann nicht damit umgehen, weil Thunderbird für die Textgruppen gedacht ist. Ich brauche also einen Newsreader, der mit Binaries umgehen kann. Und die Gruppen, die Alt Binaries heißen, die haben halt Dateien als Hauptverwendung, ja, so gesehen. Das kann man auch sehen, wenn man mal den Newsreader von Newshosting aufmacht. Hier habe ich schon Bookmarks, die sind standardmäßig da, und da wird genau diese Unterscheidung gemacht. Es gibt Textgruppen, in denen ich ja irgendwie was lesen kann. Funktioniert bei mir nicht, keine Ahnung warum, aber hier kann man mal so durchklicken und nichts funktioniert. Aber das sind halt genau die, die ich auch dann im Thunderbird lesen könnte. Und dann gibt es halt noch die Binary-Gruppen. Und da würde ich dann entsprechend diese Dateien finden. Bei den Textchats habe ich übrigens auch genau dieses Forum auch gefunden, das ich jetzt im Thunderbird angezeigt habe. Aber ja, man kann hier irgendwie nicht wirklich was sehen, woran auch immer das genau liegt. Also für mich heißt das im Ende, wenn ich Text lesen will im Usenet, brauche ich den Thunderbird. Wenn ich auf Binaries zugreifen will, dann brauche ich einen speziellen Newsreader, der eben mit diesen Binaries umgehen kann. Bei Newshosting ist das eine proprietäre Lösung. Ich könnte jetzt aber auch SubNZBD zum Beispiel nehmen. So, also nochmal zusammengefasst, das Usenet wird heute so genutzt, dass halt an den Nachrichten kleine Dateien anhängen, die man dann später zu einer Gesamtdatei zusammenfügen kann. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel, das ich hier vorhin hatte, Linux Manjaro. Jetzt sagen wir mal, das würde ich gerne runterladen. Ich kopiere mir jetzt mal hier den kompletten Namen einfach und gebe das jetzt mal hier in die Suche bei meinem Newsreader von Newshosting ein. Und tatsächlich, ich werde fündig und hier gibt es dann eine 17,3 GB Datei. Die wird jetzt nicht mehr auf meine Festplatte passen, ich habe nur noch 14 GB frei, ist aber egal, ich versuche es mal zu starten, dass man ein bisschen was sieht. So, ich lasse das jetzt einfach mal auf den USB-Stick laden, dass man hier ein bisschen was sieht. Das heißt hier, dieser Newsreader ist in der Lage, mit den Binaries eben umzugehen und kann die downloaden und entpackt die dann auch.
Hier kann ich auch sehen, dass es sich eben um RAR-Archive handelt, die sind so 100 MB groß. Ich gehe nochmal meinen Spickzettel durch. Also ich habe erklärt, was ist das Usenet? Es ist älter als das HTTP oder das World Wide Web. Es wurde früher als Forum genutzt und hat eben diese Textgruppen gehabt. Die kann man heute noch lesen, man kann auch die ganz alten Sachen in der Regel noch lesen. Man kann auch noch da mitsprechen, alles möglich. Dann haben sich so langsam die Binary-Gruppen entwickelt. Dazu brauche ich aber einen speziellen Newsreader. Dann kann ich jetzt nicht einfach den Thunderbird weiter benutzen. Ich brauche also einen, der dort speziell auf diese Binary-Gruppen eben ausgelegt ist, wie zum Beispiel den hier von News Hosting. Was man jetzt hier wiederum sehr gut sehen kann, ist, dass allein diese eine RAR-Datei mit ihren 103 MB aus 164 Teilen besteht. Wie ist das zu verstehen? Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Eine Nachricht ist halt ein Teil hier. Also wir haben hier 164 Nachrichten, die dann zusammengesetzt zu den 103 MB werden. Ich konnte das auch ganz gut nachprüfen, wenn wir nämlich einfach mal hier zurück in den Thunderbird gehen. Ich habe hier einfach einen Rechtsklick drauf gemacht und eine von diesen Nachrichten einmal runtergeladen. Die wird dann als EML-Datei runtergeladen, die sehe ich jetzt hier auf dem Desktop und die zeigt mir eine Dateigröße an, nämlich 645 Kilobyte. So, wenn ich jetzt einfach diese 645 Kilobyte mal 161 nehme, komme ich genau auf diese Dateigröße von 103 MB. Ja, das ist also das Geheimnis im Usenet, wie das Ganze funktioniert. Es sind alles Nachrichten, die zusammengesetzt werden zu RAR-Dateien. Und das kann man hier auch nochmal in diesem Newsreader sehr gut nachvollziehen. Ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben NZB und wenn du es vielleicht schon gesehen hast, es wird hier auch direkt eine NZB angeboten von diesem Linux Manjaro. Die NZB-Dateien sind ja so Art Verzeichnisse oder ist ein kleiner Index, der eben auf diese vielen kleinen Dateien zeigt, die hier runtergeladen werden müssen. Wenn ich kleine Dateien sage, dann meine ich hier diese 100 MB großen Dateien. Würde ich jetzt mal irgendwas nicht finden hier über die normale Suche, dann kann ich auch einen Indexer benutzen und dort diese NZB-Datei herunterladen und hier oben könnte ich sagen NZB öffnen. Ich würde vorschlagen, das Ganze probieren wir jetzt doch mal und zwar breche ich das hier einmal ab, lösche dann auch alles weg und jetzt bin ich nochmal auf der Seite nzbindex.nl. Dort finde ich genau die gleiche Datei noch einmal. Allerdings kann ich die jetzt hier nicht direkt runterladen, sondern ich kann jetzt hier auf Download zwar klicken, bekomme dann aber erstmal nur eine NZB-Datei. Ich sage jetzt erstmal Datei speichern. Und wir gucken uns doch einfach mal an, wie so eine Datei aussieht. Die kann ich mit dem Texteditor einfach aufmachen und hier kann ich sehen, dass dort auf die ganzen Dateien verwiesen wird. Hier oben steht zum Beispiel drin, in welchen Newsgruppen ja diese Dateien gefunden werden können. Und ja, scheint mir hier so eine Art Dateiliste zu sein oder die Parts werden hier halt eben aufgelistet. Die Datei selber ist knappe 3 MB groß, also das ist jetzt definitiv nicht unser Linux, das wir hier runterladen wollen. Das muss jetzt nochmal in den Newsreader. Du hast jetzt wahrscheinlich schon gesehen, ich könnte jetzt direkt einen Doppelklick auf die Datei machen, dann würde sich hier der News Hosting Reader öffnen. Ich kann hier aber auch in dem News Hosting Reader einfach sagen NZB öffnen, gehe hier auf meine Downloads und öffne die hier. Und hier zeigt er mir nochmal die ganzen Dateien an, die hier dabei sind. Das sind lauter RAR-Dateien. Und ja, 17 GB, 183 Dateien. Und jetzt kann ich hier auf Downloaden klicken. Ich könnte aber auch sagen, frag mich einfach nie wieder, wenn ich eine NZB aufmache, sondern lade die einfach direkt herunter. Ich gehe auf Downloaden und genau wie vorhin auch, startet jetzt der Download. Auch nichts Besonderes. Diese Newsreader, auch zum Beispiel der hier von News Hosting, die haben halt ein paar Komfortfunktionen eingebaut. Sobald die Dateien heruntergeladen sind, wird er anfangen, die zu entpacken. Man sieht ja, dass das hier RAR-Dateien sind und die jeweils nur 103 MB groß sind. Ich muss mich also um nichts mehr kümmern hier. Der Newsreader von News Hosting, der vereint so ein bisschen beide Welten. Also ich kann hier direkt suchen und was finden und was runterladen. Ich kann aber auch einfach NZBs öffnen. Also gerade für den Einstieg ins Usenet hat sich der so ein bisschen als vorteilhaft erwiesen. Ich würde jetzt vorschlagen, ich warte jetzt einmal ab, bis der Download hier erfolgreich war und dann schaue ich mir mal an, wie das Ganze entpackt aussieht. Tatsächlich habe ich jetzt ein bisschen geschummelt, denn diese große Linux-DVD, irgendwie die war zu groß für meine Festplatte oder für den Stick, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist das Entpacken wegen zu wenig Speicher fehlgeschlagen. Ich habe einfach mal eine kleinere Datei genommen, nämlich den Film Big Bug Bunny von 2008. Der ist hier auch entpackt und hier sehe ich dann direkt die MP4-Datei. Was will ich damit zeigen oder was will ich überhaupt damit sagen?
Das alles, was ich jetzt erzählt habe, ist interessantes Hintergrundwissen, braucht man bei der Benutzung des Usenets aber im Grunde nicht wissen. Man kann einfach die Datei herunterladen und der Newsreader kümmert sich um den ganzen Rest. Der sammelt die Dateien zusammen und entpackt dann auch entsprechend die RAR-Datei. Am Ende bekomme ich als Nutzer dann also nur die fertige Datei, die ich haben will, in dem Fall eine MP4 oder bei dieser Linux-Geschichte Linux Manjaro, da wären es halt ein paar ISOs gewesen. Wenn dir das Video gefallen hat und ich bei dir das Interesse fürs Usenet wecken konnte, dann schau doch mal in die Videobeschreibung, dort habe ich einen Affiliate-Link für News-Hosting. Also wenn du dich dafür interessierst, wäre ich sehr dankbar, wenn du meinen Affiliate-Link benutzt, dann bekomme ich etwas vergütet von dem Kauf, den du dort tätigst. Ansonsten kommen jetzt die Outcards und da blende ich meine Playlist ein, die sich komplett mit dem Thema Usenet beschäftigt.